Und da sind wir dann auch schon bei Platz 40 und der geht an Liebe braucht keine Ferien. Jack Black, Cameron Diaz, Kate Winslet und Jude Law und dann noch Eli Wallach als alten Autoren am Start in einer Geschichte um zwei Frauen, die die Häuser tauschen von England in die USA. Beide sehr unglücklich in ihrem Leben sind, aber dann die Liebe ihres Lebens finden. Ein ganz berührender, schöner, seichter Film. Ab und zu mag ich das einfach sehr. Und Liebe braucht keine Ferien, macht das wirklich schön, kann ich mir immer wieder anschauen. Schöne Musik, tolles Gefühl, tolle Bilder, ein lustiger Cameo-Auftritt von Dustin Hoffman. Also einiges dabei, was ein solcher Film braucht und es macht sehr, sehr viel Spaß, sich dahinzusetzen und einfach die Emotionen mitgehen zu lassen. Also Platz 40 für Liebe braucht keine Ferien. So, da sind wir auch schon in den 30ern. Platz 39 geht an Robert Rodriguez, Best Buddy von Quentin Tarantino und Planet Terror. Das hier als Double Feature eigentlich erschienen mit Death Proof, in Deutschland aber nie so zusammen erschienen. Trotzdem gibt es sehr viele Anspielungen und sehr viele Charaktere, die doppelt auftauchen in beiden Filmen. Und Planet Terror ist für mich der stärkere, weil sehr viel cooler. Coole Dialoge, sehr gewaltverherrlichend. Ein Zombie-Film der etwas anderen Art habe ich mir auch bestimmt schon, weiß ich nicht, 7, 8 Mal angeschaut. Ganz, ganz toller Film, macht mir immer wieder Spaß. Und damit sind wir bei Platz 39 durch. Platz 38 geht dann ein Film, zu dem die Kritik auch Anfang nächster Woche dann folgen wird, am Dienstag, um genau zu sein, und zwar Nicolas Cage in einer seiner starken Parts. Der Mann dreht ja sehr viel, weil er ja regelmäßig pleite ist und muss deswegen alles Mögliche drehen, was er in der Karriere nicht immer gut tut. Und in dem Fall ist dann Platz 38 Lord of War. Coole Voice-Over, cooler Typ, Geschichte eines Waffenhändlers, tja, gewaltverherrlichend ist das Ganze schon. Allein mit einem Statement, wie man ist erst ein Global Player als Waffenhändler, wenn man Waffen verkauft, die eigenen Leute umbringen, sagt der Film ganz schön harte Sachen, aber trotzdem guckt er sich sehr cool, sehr spannend gemacht und mit einer gewissen Geilheit. Macht Spaß reinzuschauen, tolle Bilder, allein das Intro ist episch. Okay, Platz 38 ging dann an diese Stelle und dann hätten wir Platz 37, geht an Johnny Depp, der wird bestimmt auch nochmal auftauchen. Und zwar einer meiner Lieblingsfilme von ihm, weil er da sehr wandelbar ist, ist Blow, die Geschichte eines Kokain-Dealers, beziehungsweise späteren Kokain-Dealers, der an der Westküste, nee, Ostküste, glaube ich, in den USA, nee, Westküste, zu einem der größten Drogenhehler überhaupt aufsteigt, aber nachher auch einen tiefen Fall empfinden wird, um die Geschichte rund um seine Familie. Wir haben noch Franka Potente, Penelope Cruz und einige andere mit dabei. Blow ist ein ganz, ganz starker Film, macht mir immer Spaß anzuschauen. Und das werde ich noch ein paar Mal sagen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Und dann kommen wir zu Platz 36 und das ist Aaron Eckhart in Thank You for Smoking. Tja, ein Film, der wahnsinnig satirisch ist, rund um einen Lobbyisten, der die Tabakindustrie vertritt und das sogar schafft, in einer Talkshow glaubwürdig rüberzubringen und Tabak als toll und Rauchen als gut dastehen zu lassen, während ein krebskranker Junge daneben sitzt. Allein diese Intro-Szene sagt genug und Quintessenz dieses Films ist, wenn man etwas will, sollte man es nicht fordern, sondern argumentieren. Sehr interessant, sehr gut. Thank You for Smoking. Dann kommen wir zu Platz 35 und das ist Fight Club. Brad Pitt, Edward Norton, der immer wieder als Co-Star in irgendwelchen Kritiken bezeichnet wird, kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Und einige andere tolle Charaktere wie Helena Bonham Carter dabei. Ein Film über, gesellschaftskritisch bis zum Abwinken und das Projekt Chaos. Ein Club, der sich gegen das System auflehnt, mit aller Gewalt in einer nahezu terroristischen Zelle organisiert. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst komme ich ja hier gar nicht mehr weiter. Okay, Platz 34 geht an einen meiner Lieblingsfilme oder den Lieblingsanimationsfilm neben Rango und das ist Ratatouille. Ratatouille ist die Geschichte einer Ratte, die eigentlich nur kochen will. Pixar hat damit einen sehr tollen Film mit feinen Bildern abgeliefert. Ging für mich immer mit. Ich esse nun mal gern, das sieht jeder. Thema Kochen, Animationsfilm und eine süße Ratte, die toll animiert ist. Was will ich mehr? Ich finde diesen Film sehr schön. Er hat Herz und Seele und ich freue mich immer wieder, ihn anzuschauen. Und dieser Platz geht für mich verdient an Ratatouille. Okay, dann haben wir Platz 33. Übrigens, an alle, die, wenn Aliens in 500 Jahren dieses Video mal finden, es ist da heute der 23. September 2011. Das ist die Top 50 Stand von diesem Tag, diesem Jahr. Alles, was noch kommt, kann ich jetzt nicht verantworten. Da wird sich noch einiges ändern.
Platz 33 geht wieder an Robert Rodriguez und einem grandiosen Cast, und zwar in Sin City. Da haben wir Leute wie, jetzt komme ich gleich hinterher, Bruce Willis, Jessica Alba, kann nicht sein, dass ich jetzt schon nicht zu Ende bin, Clive Owen und sehr, sehr viele bekannte, tolle Gesichter, Josh Hartnett, ach, ist ja auch egal. Ein Film rund um Sin City, eine Comic-Verfilmung, die sich in einem schwarz-weißen Look mit wenigen Aspekten von Farm, aber dann ganz gezielt auseinandersetzt. Sehr gewalttätig, Mickey Rourke dabei. Sehr gewalttätig, ganz schön krass, aber ich finde ihn grandios toll. Ich liebe Filme mit Voice-Over und da liegt eine wahnsinnig coole Stimme im Original und in der Synchro drüber. Tolle Verfilmung, auch gut synchronisiert, macht mir immer Spaß anzuschauen. Robert Rodriguez, top. Also, Sin City Platz 33. Platz 32 geht für mich an eine Komödie, die es so selten gab, und das ist Hangover. Allein ein Kind, was masturbiert, ein Baby, was benutzt wird, um Masturbation darzustellen, ist so absurd, und ein Tiger im Bad und eine durchzechte Nacht und einen durchgefreakten Zach Galifianakis in der Rolle und Bradley Cooper, die beiden so die ganze Groß dabei rauskommen bei diesem Film. Gigantisch lustig. Ich habe den zweiten Teil immer noch nicht gesehen, werde es aber bald nachholen. Ganz, ganz toller Film und eine Komödie, die absolut alle Rahmen gesprengt hat und sich was getraut hat und damit zu Recht volles Rohr abgesahnt hat. Okay, Platz 31 geht für mich an die Neuverfilmung von der Alfie mit Jude Law. Ich glaube, Susan Sarandon oder Sigourney Weaver. Warum verwechsel ich die eigentlich immer? Keine Ahnung. Mit dabei Omar Epps, den ihr aus Dr. House kennt. Einige andere tolle Schauspieler auch noch dabei. Und dieser Film hat es wirklich in sich. Ich finde ihn besonders schön, weil ich als Fan von Voice-Over wieder voll bedient bin. Aber unabhängig davon eine gewisse Leichtigkeit, aber auch eine Frage des Lebens rund um einen Womanizer und Playboy. Seine Pläne vom Traum und die Probleme, die nun mal so im Leben auftauchen, wenn man zu viele Frauen gleichzeitig hat. Toll gemacht, schön erzählt, macht mir sehr großen Spaß. Damit haben wir auch schon die 30er fast durch und wir gucken dann gleich weiter als nächstes mit Part 3. Also hier klicken, wir sehen uns gleich wieder. Macht es gut und tschüss.